Der 20. Part, Bodo! Oh, Jubiläum! Wie geil ist das denn? Und zum Jubiläum gibt's die Treppen des Todes! Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran, aber es klingt sehr gefährlich. Ich schon, und ich fand's sehr geil und gar nicht mal so schwer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, das hattest du gesagt, aber ich weiß wirklich nicht mehr, was. Das war aber nicht das mit diesen ganz vielen Eingängen, oder? Nee, 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 nee. Nee, das war ja das letzte Level. Das war Genau. kacke. Genau, ja, das ist wirklich. Ah. Also eins weiß ich ganz sicher, das hier sind nicht die Treppen des Todes, das ist Steam des Todes. Ihr habt bestimmt gerade einen kleinen Cut bemerkt. Das liegt daran, dass Steam sich gerade geschlossen hat, das Spiel einen Fehler bemerkt hat und Achtung, mein Speicherstand weg war. Danke dafür, Steam. Aber Gott sei Dank gibt es das Internet und das konnte ich es noch irgendwie recovern, wie auch immer. Und dann. Lang liebe das Neuland. Genau. Und dann haben wir es neu gestartet und dann ging's bei Bodo aus. Hey. Der Stand blieb aber. Naja. So, Bodo, die Treppen des Todes. Ja. Du kannst es dich erinnern, da warst du irgendwo stehen geblieben. Ja, richtig, die Treppen des Todes. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das haben wir im Endlos gespielt und wurden absolut überrannt. Ja, richtig. Ich meine nämlich, die kleinen Gnome sind dann hier auf einmal durchgerannt. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier machen soll. Es sieht eigentlich so verlockend nach einer Schubfalle aus, aber ich fürchte. Nicht. Du fürchtest gar nichts? Ich glaube, die Schubfalle funktioniert dann nicht. Achso, okay. Ich glaube, die werden dann zu dir rüber geschossen und nicht hier in den Sumpf rein. Ich weiß, ich war noch einmal so dämlich und bin hier da reingefallen, glaube ich. Ja. War eigentlich für einen Schubfall mir schon gefallen. Nimmst du links, nehme ich rechts? Ich nehme rechts. Probier das einfach trotzdem mal aus. Ich würde gerne den Pfeilespucker mitnehmen. Wie viel Geld habe ich denn? 4000 hat jeder. Ah. Ich würde hier eigentlich gerne den hier auf jeden Fall mal haben. Nee, mal hier. Dann mache ich hier die. Und dann hier noch. Dann habe ich gar keine Bodenfalle. Naja, egal. Bodo, nimm eine Bodenfalle mit. Ich habe Teer mit. Na gut. Mehr kann ich dir nicht bieten. Naja, muss ich wohl damit leben. Das muss reichen, ja. Ich fahre hier meine übliche Schwungkeulentaktik. Ey, worauf hier zu randalieren. So, packen wir es an. Kommt natürlich direkt aus beiden. 12 Wellen. Ach, gleich diese kleinen Scheißer hier, ne? Ich sehe, ach Gott sei Dank, nur auf deiner Seite. Ich lass erstmal genüsslich bis hier oben kommen. Es ja, kann sein, dass ich ein bisschen was zu dir rüberwerfe, also. Also benutzt es jetzt doch. Nee, ja, ein bisschen was kommt rüber. Auf die Schwungkeule meine ich. Die schleudert die auch rüber, freundlicherweise. Ach so. Ah, ich zerfetzt die aber gerade ganz gut, das passt schon. Ach, zwei Schwungkeulen gleich. Alter, wie viel Geld hast du? Das lief ganz gut. Ja, merke ich. Warte einfach, bis die kommen und dann kommen bei dir die Kleinen. Ich sie hasse, diese kleinen Mistviecher. Ja, ich helfe schon mal mit. Hier kommen sie jetzt eh nicht mehr durch. Schwungkeulen-Massaker. So, ich habe mich auch so ein bisschen in meinen Stab verliebt, denn wenn ich den jetzt auflade und die gegen irgendwelche Leute schicke, dann macht's einen Mega-Bam, die zerreißt's einfach in alle Teile. Das ist richtig nice. Das macht richtig Spaß. Dauert halt endlange aufzuladen. Ja. Sag's mal so, es geht schon. So, wer lebt jetzt noch? Ach du. Lächerlich. Das läuft doch richtig gut, muss ich sagen. Ja, bisher läuft's ganz gut. Ich habe leider gar nicht geguckt, was für Gegner noch so kommen. Nee, ich auch nicht. Aber solange keine Flieger kommen, sollte eigentlich nichts. Boah! Jetzt laufe ich hier fast in den Abgrund. Boah! Achtung, die Bomber. Ja. So geil. Dass sie so richtig schön zerfetzt. Peng, Alter! Völlig tiefenentspannt hier, kann ich zugucken. Ja, ist bei dir so angenehm.
Ja, eigentlich schon. Wenn du eine Schwungkeule haben möchtest und Teer, dann sag Bescheid. Okay. Ich glaube, Teer wäre vielleicht ganz günstig, wenn du eh keine Bodenfalle hast. Ja, Teer könnte ich hier in der Mitte auf jeden Fall gebrauchen. Vor allem, wenn ich noch ein paar Gegner zu dir rüberschleuder. Ja. In der Tat. Er ist wirklich super entspannt hier gerade. Ah, also. Ist jetzt echt nicht wild. Chillig aufladen, dann war's das. Ja, bei mir ist schon vorbei, also. Nicht der Rede wert eigentlich. Schön viel Geld, Alter. Richtig viel Geld. Das gefällt mir doch ganz gut. Fällt gerade auf, ich arbeite nicht mal mit Bogenschützen, aber bisher sind sie auch gar nicht nötig, also. Ja, komm, damit wir mal. Damit wir ein paar sind. Also, also ich denke, das hier ist recht safe, hier übelste Maschinerie. Hey, ich liebe die Schwungkeule einfach. Ich weiß gar nicht, warum. Wie diese Liebe entstehen konnte, aber. Drei gleich, oh Mann. Oh, Knolljäger, okay. Du kannst so die Bogenschützen noch auf hier oben drauf stellen, oder nicht? Könnte ich. Aber ich hab's immer noch ganz gerne als Barriere, damit die Gegner erst noch durch müssen. Wir sterben zwar hier immer ganz gerne welche, aber. Okay. Mal, als Belohnung gibt's einen Schädel. Das ist so geil, seit meine Pfeile Spucke auch noch vereisen, ist das einfach nur noch mächtig. Ja, ich könnte sie auch da oben hinsetzen, aber. Nö, es war. Mach ruhig, ich hab hier eh keine Probleme. Dazu und so ist es auch sehr entspannt hier gerade. Es sind arsch viele Gegner bei mir, aber. Ich will die dicken Kombos, hier blinkt es überall nur rot auf. Oh, was ist denn hier los? Erdelementar. Ja. Aber übelst schnell im Arsch. Wo lebt nix. Noch einer? Das ist ja nix bisher, also läuft schon. Ja, wir sind ja auch erst bei Welle 5, also. Kommt man denn da oben überhaupt drauf auf den Scheiß, sag mal? Ach so. Oh mein Gott, wurde ich gestorben? Was? Ja. Warum? Weil mich ein. Bomber erwischt hat. Ich habe ihm den Rücken zugedreht und habe leider nicht bemerkt. Bam! Tschüss, Oger. Der Feuer-Oger hier einfach lässig durchläuft. Verarscht er mich gerade? Alter, tut das dem richtig weh, sich. Hui. Ah, was spawnt denn der da vor mir? Naja, ich muss sagen, ich habe jetzt aber hier auch meinen ganzen Platz eingenommen, also ich kann nichts mehr bauen. Man kann immer was bauen. Ich könnte natürlich. Ah! Nicht lappen. Genau. Was? Warum? Bau hier einfach noch Schubfallen hin, dann fliegen die hundertprozentig da in den Dreck. Okay. Scheiße, ey, diesen Bomber habe ich echt nicht gesehen. Er hat sich von hinten angeschlichen und auf einmal war ich tot. Du, wenn du noch was bauen willst, bei mir ist auf jeden Fall noch eine Menge Platz. Ach so, ja, gleich, wenn ich wieder Geld habe. Geil, ey, die Pfeile hauen die Knolljäger einfach nur kaputt. Das gefällt mir richtig gut. Ja, kommt nur her. Geil. Pfeile Spucker, die mag ich auch so gerne. Oh. Sehr schön schaut das hier aus. Also mit den. Die Oger widerstehen irgendwie meinen Schubfallen.
Ja, die werden doch von sowas auch nicht betroffen, oder? Hab ich gedacht, aber offensichtlich nicht. Ist ja absolut lässig, wie wir das hier machen. Manchmal habe ich fast Mitleid bei den Orks. Obwohl, eigentlich nicht. Okay, dann muss ich durch den... Brauchst du noch was? Ja, ich mache jetzt mal für... Wie du möchtest, baue ich jetzt hier oben mal die Bogenschützen hin. Bereit zu dienen. Eine kleine bereit Reihe. Eine Richtung. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Und die auch noch, dann sind wir hier safe. Ich drück schon mal G. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Mein Bogen ist euer. So. Jetzt haben wir hier oben nochmal 10 und jetzt baue ich da drüben nochmal ein bisschen was. Ich glaube, ich... Ja, also platztechnisch viel ist da nicht mehr. Da oben Bogenschützen, da oben Bogenschützen. Sehr geil. Bogenschützen, das haben sie gut gemacht. Ah, was tippt denn da der Bodo so frech rum? Hörst du das? Ja, ich sehe das genau. Du siehst das, oh mein Gott, jetzt krieg ich aber Angst. Durch die Röntgenaugen. Jetzt kriege ich aber Angst hier. Und ich will noch mehr von den Decken fallen, aber ich kann hier einen neuen aufbauen. So wie mit, bei dir mit den Schwungkeulen, du würdest wahrscheinlich auch 13 aufbauen, wenn es ging. Bei mir war es das schon wieder. Gerade ist das schlecht. Und das ist ja nur nicht mal das Story-Level, wo die Story, wo die Dinger immer grundsätzlich einfacher sind. Wir sind einfach nur gerade zu mächtig. Ja, ich meine, hast du je an uns gezweifelt? An unserer Macht? Das war jetzt so viel Geld. Ich kann auch nichts mehr bauen, das ist mir ein bisschen... Ich baue mal bei dir noch was, wenn es direkt ist. Ja, wenn du noch Platz findest, gerne. Ja, vorne habe ich noch ein bisschen Platz. Ich bin jetzt auch nochmal gedeckt, falls doch nochmal irgendjemand durchkommt. Ich meine, es ist ja doch erst Welle 8. Kann ja sein, dass da nochmal was... Was Großes kommt. Großes kommt, was uns dann doch irgendwie überrascht. Ja, am Ende werden sicherlich viele Ogre kommen, also... Ja. Jetzt habe ich viel Geld hier rumliegt. Und ich kann es kaum gebrauchen. Traurig, traurig. Bereit euren Geist zu eine Richtung. Na, Jungs, habt ihr nicht damit? So geil, was davon abgeht, Mann. Vor allem, wenn die Ogre sich selbst bekriegen, das feiere ich immer noch. Das ist einfach so klasse. Geil. Feine Spucker, do your thing. Bam. Hey, hallo, Neujäger. Kannst du nicht einfach mal den Bogenschützen angreifen? Das geht so nicht. Och, zwei Erdelementare, wie süß. Sind auch schnell am Arsch, als du gucken können. Bam. Und weggekegelt, Mann. Ich hab 11.000 Geld. Ja. Halleluja. Auch 6.000 kannst nicht verballern. Das ist schon ziemlich traurig. Nennt mir eine Richtung. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Ich diene dem Ort. Nennt mir ein Ziel. Ein kleines Geschenk. Noch ein paar Bogenschützen. Ich hab Bruder auch noch ein paar Bogenschützen, damit bereit er da nicht so alleine dienen. Ist. Tja. Der einsame Bodo. Boah, was geht denn hier ab? Was denn? Facebook-Party oder was? Auf jeden. Nein, nochmal killst du mich nicht, du Bastard. Oh, warte mal. Ja, wegen dem Scheiß kriegen wir nicht unsere 5 Köpfe. Ach, da vorne sind jetzt auch noch Thea-Spuren. Ist ja... Klasse.
Was? Das war alles. Was? Das war Welle 10. Herzlichen Glückwunsch. Kann ich noch ein paar Bogenschützen bauen? Bereit, eurem Geheiß zu folgen. Geht schon. Einer geht noch. Jetzt kommen sie doch, die Dicken. Die dicken Motherfuckers. Ja, die dicken Motherfuckers. Und sie kommen schon in Welle 11. Jetzt habe ich Angst. Ah, ist das geil. Haha, das Skelett. Hey, die kommen ja noch nicht mal bis zum Thea. Klasse. Ja, läuft, oder? Ja, klar. Ja, der Bodo Chill schreibt nebenbei noch seine Bücher. Ja, ich muss hier meine Beratung ist am Laufen. Ich entschuldige mich dafür, es wird nicht wieder vorkommen. Ja, ich sag's ja, der schreibt seine Biografie gerade, der Bodo. Ja. Bodo der Orktöter. Band 1 bis 4. Ich hoffe, Disney ist an den Filmrechten interessiert. Ich glaube, ich lasse die Gegner jetzt einfach kommen, mal ganz ehrlich. Hier ist völlig unnötig, hier meine Hand zu bewegen. Ich glaube, ich gucke mir das einfach von oben an. Ist dir das eigentlich auch schon... Boah, wie nice. Aufgefallen mit diesen komischen Spielkarten, die es jetzt bei Steam gibt? Ja, habe mich aber noch nicht näher damit beschäftigt. Also ein bisschen Smalltalk hier machen nebenbei. Ja, können wir wirklich. Was geht's denn da? Naja, das ist irgendwie, du kannst da, bei bestimmten Spielen haben Karten, die kannst du quasi freispielen. Oder kriegst du irgendwie im Spielverlauf dann irgendwann. Und die kann man quasi tauschen und verkaufen, glaube ich. Also es ist, hat aber glaube ich eher so einen Sammelaspekt und ist so eine Art Achievement, habe ich das Gefühl, also. Okay. Hast du das jetzt nicht noch? So genau habe ich mich damit auch noch nicht befasst, deswegen frage ich dich. Okay, nee, ich habe es leider auch nicht getan. Ich habe nur eine Einladung dafür bekommen, aber so... Dachte mir so, keine Ahnung. Dann habe ich ein bisschen was drüber gelesen, dachte mir so, das ist ganz nett, aber angeguckt haben wir es auch noch nicht. So, 4 Schädel. Ja, es tut mir leid. Was hat's eigentlich immer noch mit diesen Prozentzahlen auf sich? Das muss mir irgendwer mal sagen. Ich weiß es auch nicht. Hast du jetzt hier 2/3 des Levels alleine erledigt? Ja, quasi, ja. Also angeblich, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir mega schnell. 20 Minuten hätten wir brauchen dürfen, haben einfach mal nur 14 gebraucht. Boah, Killer. Ja, das war geil. Das war chillig. Muss man einfach mal sagen. Wir sind einfach in Form. Wir sind in Form und wir machen weiter. Das war der 20. Part, Treppen des Todes. Wir machen jetzt noch die 3 DLCs. Dann das letzte Classic Level. Und dann machen wir die Story fertig.